Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von ErlebTV, einer Sendung von CBN. Haben Sie schon einmal von einer harten Droge namens Crystal Meth gehört? Es handelt sich bei dieser Bezeichnung um einen anderen Namen für Methamphetamin, einer chemischen Substanz, die auch als Arzneimittel eingesetzt wird. Die Gefahr, abhängig zu werden, ist bei dieser Substanz besonders hoch. Und die Sucht nach Meth kommt in allen sozialen Schichten vor. Und ebenso ist es auch mit der Herstellung und dem Handel dieser Droge. Unser Thema: Ich war eine Meth-Köchin und Dealerin. Jenny Schumacher führt ein Leben wie im Bilderbuch, bis ein Unfall plötzlich alles verändert und sie anfängt, scheinbar harmlose Schmerzmittel zu nehmen. Niemand ahnt, dass Jenny dadurch alles verlieren würde, was ihr wichtig ist, denn bis dahin war Jenny eine sehr erfolgreiche junge Frau. Ich war getrieben, die Beste der Besten. Jenny Schumacher hat immer hart gearbeitet, um an der Spitze zu sein. Als Teenager war sie eine Einserschülerin, wurde Meisterin im Wasserski und war eine erfolgreiche Trainerin. Kaum etwas fand sie schlimmer als Mittelmäßigkeit und Versagen. In mir war eine Art von Stolz. Ich würde sicher immer den anderen voraus sein. Im März 99 hatte die damals 17-jährige Jenny einen schlimmen Autounfall. Mehrere Knochen waren gebrochen, auch die Wirbelsäule. Wie zu erwarten, wurde sie schnell gesund und lief bald weiter Ski. Jedoch war etwas anders geworden. Ich war schwächer geworden. Mein Körper tat weh. Ich war nur noch durchschnittlich. Damals wandte sich Jenny von Gott ab, obwohl sie von klein auf an Jesus geglaubt hatte. Meine erbärmliche Sicht war: Danke Gott, du hast mir jetzt zwar das Leben gerettet, aber ein echter Gefallen war das nicht. Also mache ich jetzt weiter das, was ich will. Ich begann im Herzen zu rebellieren. Anstatt aufs College zu gehen und Profitrainer zu werden, heiratete sie und bekam zwei Söhne. Die Aufgaben als Mutter verschlimmerten ihre Beschwerden und sie bekam eine Wirbelsäulenarthrose. Dies war nur mit Schmerzmitteln auszuhalten. Ich wollte doch nur eine gute Mutter sein. Und nicht mal das konnte ich. Es erdrückte mich. Ich brauchte Hilfe. Bald nahm sie 30 Tabletten am Tag. Ich fand mich wertlos und schwach. Die Sucht zerstörte ihre Ehe und Jenny verlor das Sorgerecht für die beiden Jungen. Ich habe es vermasselt, versagt, jämmerlich. Schließlich nahm Jenny sogar Kokain und Crystal Meth. Sie wurde verhaftet wegen Drogenbesitzes und zu einer Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt. Wieder gab sie Gott die Schuld. Ich hatte für Veränderung gebetet und war wütend auf Gott, denn er schickte mich in Haft. Nach der Entlassung wohnte Jenny bei Verwandten. In deren Keller baute sie eine Drogenküche und stellte Crystal Meth her. Das brachte viel Geld ein und für eine Weile war sie wieder obenauf. Jeder wollte in meiner Nähe sein. Jeder wollte, was ich hatte. Jeder wollte mich einladen, weil ich so wichtig war. Aber es dauerte nicht lang, bis das mein Leben zerstörte. Und das Leben ihrer Verwandten. Denn es gab in ihrer Drogenküche eine Explosion. Anstatt 112 zu rufen, lief Jenny weg. Das Haus brannte ab. Ich zerstörte, was sie liebten und wofür sie hart gearbeitet hatten. Ich missbrauchte ihr Vertrauen. Es war, als ob die Zeit stillstehen würde. Und ich merkte, wie unsere Beziehung zerrissen und verraten wurde. Ich schämte mich und haute ab. Jenny verschwand für eine Woche und wachte im Krankenhaus auf, nach einer fast tödlichen Überdosis. Wegen Brandstiftung und der Herstellung von Crystal Meth wurde sie zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt, aber mit der Möglichkeit auf Bewährung bei guter Führung. Erstmals dachte ich, vielleicht weiß ich doch nicht alles. Also bat ich Gott, zu helfen, mit mir zu sein. Nach monatelangem Beten und Bibellesen vertraute Jenny sich der Liebe und Vergebung Gottes an. Sie kehrte zurück zu ihrem Glauben. Ich spürte seine Liebe und wusste, er war immer da. Sogar beim Feuer war er da.
und im Krankenhaus. Ich war es, die gegangen war. In diesem Moment begann ich, so oft es nur ging, in der Bibel zu lesen. Ich las sie von vorn bis hinten. Ich sagte, Gott, reinige mich, forme mich neu. Herr Jesus, zeig mir den Weg, lehre mich, was auch immer nötig ist. Ich begann, heil zu werden. Noch im Gefängnis konnte Jenny ihre Sucht überwinden. Wegen guter Führung wurde sie, statt nach 15 Jahren, nach nur 3 Jahren entlassen. Ich hatte das Julia Tutwiler Frauengefängnis betreten mit Scham. Kaputt, verloren, entmutigt. Als ich es verließ, hatte ich Hoffnung. Ich wusste nicht genau, wohin ich ging. Aber ich wusste, dass der Herr an meiner Seite war. Ich hatte es nicht verdient, aber ich war wertvoll durch das, was er am Kreuz für mich getan hatte. In den darauffolgenden Jahren heiratete Jenny Caleb, einen Militärseelsorger, und bemühte sich um Versöhnung mit ihrer Familie. Heute arbeitet sie als Rednerin und Autorin. Er heilte mein Herz. Er erneuerte meine Seele. Es war egal, dass ich versehrt war. Egal, dass ich Narben hatte, denn er kann heilen. Er ist der Erlöser, er ist der Heiler, er ist der Allmächtige. Mit ihm ist alles möglich. Als sie damals bei der Herstellung von Crystal Meth das Haus von Angehörigen abbrannte, war Jennys Leben an einem Tiefpunkt. Dass sie dieses Tief überwand und es wieder bergauf ging, sie sagt, das verdanke sie nur Gott und seiner Liebe. Auch die Frau aus unserer zweiten Geschichte, Jeannie Carriker, gerät in eine Drogenspirale. Und auch bei ihr fing es mit Schmerzmitteln an. Ich dachte, das ist die Lösung. Es macht mich glücklich rund um die Uhr. So bin ich eine gute Mutter, Ehefrau und Freundin, immer fröhlich. Als Mutter von 2 Kindern fiel Jeannie Carriker die Routine einer Hausfrau schwer und sie wurde depressiv. Sie dachte, sie hätte dafür die Lösung gefunden, als sie wegen Zahnbeschwerden Schmerzmittel verschrieben bekam. Ich hatte wieder Spaß an der Routine und am Umgang mit anderen. Wenn man high ist, macht sogar der Abwasch Spaß. Als die Tabletten aufgebraucht waren, lief es nicht mehr gut und Jeannie brauchte ein neues Rezept. Ich spielte dem Arzt Symptome vor, die behandelt werden mussten. Oder ich traf mich mit Leuten, die Pillen verkauften. Jeannies Ehemann machte sich Sorgen wegen der Abhängigkeit. Er überzeugte sie, in eine Methadonklinik zu gehen, wo Opiatabhängige mit synthetischen Mitteln, die Morphium ähneln, behandelt werden. Ich wollte high sein und tat so, als würde ich Hilfe suchen. Methadon verstärkte meine Sucht massiv. Ich wusste nicht, dass ich nun ein kleineres Problem gegen ein größeres eintauschte. Jeannie war sofort vom Methadon abhängig. Und es gab noch eine Konsequenz. Auch mein Mann fing dann damit an. Vermutlich half es ihm, besser mit dem Leben, wie ich es für uns geprägt hatte, klarzukommen. Die nächsten Jahre eskalierte ihrer beider Sucht und sie verloren das Sorgerecht für die 2 Töchter. Die Kinder wunderten sich. Warum tut Mama das? Liebt sie mich denn nicht? Aber wer high ist, blendet das aus. Jeannie und ihr Mann dealten mit Drogen, um die Sucht zu finanzieren, und wurden festgenommen. Jeannie war zwar in der Kirche aufgewachsen, aber erst im Gefängnis fragte sie sich, ob irgendwas davon wahr war. Ich kam zu dem Ergebnis, dass Gott nicht mehr als ein Mythos ist. So musste ich mich nicht den Konsequenzen stellen. Nach der Entlassung dealten sie weiter und stellten Crystal Meth her. Nach einer Hausdurchsuchung wurde Jeannie wegen Besitz und ihr Mann wegen Herstellung von Drogen verurteilt. Ihm drohte lebenslang ohne Bewährung. Ich kam wieder frei. Aber er nicht. Ich wusste, dass ich ihn nicht mehr sehen würde. Dass wir nicht das Leben zusammen verbringen werden. Das traf mich zutiefst.
Ich wollte es nicht wahrhaben, dass er lebenslang sitzt für etwas, was wir beide getan haben und in das ich ihn hineingezogen hatte. Jeannie brach den Kontakt zu ihrem Mann ab und kümmerte sich nur noch um ihren nächsten Rausch. Seine Anrufe nahm ich nie an. Der Grund war natürlich, dass ich damit beschäftigt war, Drogen zu beschaffen, damit ich high bleiben konnte. Er wusste das. Als ihr Mann sie endlich erreichte, flehte er sie an, Hilfe im Love Lady Center zu suchen, einer christlichen Therapiestelle in Alabama. Ich fuhr hin, glaubte aber nicht, dass man mir helfen könnte. Ich würde eben als Suchtkranke sterben. Ich war sicher, dass es Glück nur mit Drogen gibt. Man muss sein Glück eben selbst in die Hand nehmen. Doch mit der Zeit tat der Aufenthalt seine Wirkung. Ein Gedanke kam immer wieder. Was ist, wenn Gott real ist? Wenn es einen Schöpfer gibt? Was ist, wenn alles, was ich jahrelang glaubte, falsch war? Eines Abends, nach 15 Jahren Abhängigkeit, betete Jeannie zu Gott. Ich sagte, Herr, du hast mich nicht ohne Grund gemacht und es gibt einen Plan für mich. Hilf mir. Ich will so nicht mehr leben. Ich will erlöst für dich leben. Und dann war plötzlich Freude und Glück da. Einfach unbeschreiblich. Es gibt keine Droge, die da rankommt. Jeannie vertraute ihr Leben Jesus Christus an. Auch ihr Mann, der im Gefängnis war, wurde Christ. Und für ihn setzte sich das Love Lady Center engagiert ein. Frau Brenda, die Gründerin hier, sprach mit den Behörden und bat darum, die Anklage wegen Drogenherstellung fallen zu lassen und ihn in ihre Obhut zu geben. Sie wollte versuchen, uns als Paar zu helfen. Die Anklage wurde fallen gelassen. Jeannie und ihr Mann nahmen Seelsorge in Anspruch und beteten für ein Leben ohne Sucht. Inzwischen sind sie und ihre Töchter wieder eine Familie. Heute leitet Jeannie das Love Lady Center und erzählt Betroffenen, wie sie ihr Glück gefunden hat. Gott hat meinen Durst nach Wertschätzung, Akzeptanz und Liebe gestillt, wie es keine Droge kann. Wahre Liebe, Lebenssinn. I believe that to know why you were born. Wenn du verstehst, warum du geboren wurdest, führt das zu Glück und Freude. Meine Bestimmung ist es, anderen zu sagen, was Gott in meinem Leben getan hat, kann er in jedem Leben tun. Wir müssen nur zu ihm kommen. Heute leitet Jeannie eine Anlaufstelle für suchtkranke Frauen. Als ehemalige Drogenabhängige und Dealerin kann sie den Frauen mit besonderem Verständnis begegnen. Hatten Sie, liebe Zuschauer, im Familien- oder Freundeskreis auch schon mit Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit zu tun? Waren Sie vielleicht schon selbst betroffen? Dann schreiben Sie uns und erzählen Sie uns gerne Ihre Geschichte oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie dort einen Kommentar zur Sendung. Auch Ethel Graham aus unserer nächsten Geschichte war lange Zeit drogensüchtig. Schon als Teenagerin gerät sie in die Abhängigkeit und kämpft jahrelang dagegen an. Aufgewachsen in armen Verhältnissen träumt sie davon, ihren eigenen Kindern einmal mehr bieten zu können. Ethel Graham wuchs in einer Sozialwohnung in Kentucky auf. Es war ihr größter Traum, ein eigenes Haus zu haben. Wenn eine Mutter in der Sozialwohnung lebt, werden auch die Kinder und die Enkel dort leben. So ist es nun mal. Aber ich sagte trotzdem, ich will ein Haus. Das war mein Lebenstraum. Mit 17 wurde Ethel drogensüchtig und war in den folgenden 35 Jahren oft wegen Drogen und Prostitution inhaftiert. Als fünffache Mutter. Es war hoffnungslos. So ist das Leben. Du bist nichts wert, du bist wertlos und das war's. Das änderte sich 2010 mit der Geburt ihrer Enkelin Teriah. Um für ihre Tochter und das Enkelkind da zu sein, wollte Ethel clean werden. In der Entzugsklinik entdeckte sie eine christliche Fernsehsendung.
Da war etwas in seiner Stimme. Er sagte, dass Gott uns liebt und dass man es ruhig glauben darf. Ich sah Geschichten von Menschen wie mir. Das machte mir Hoffnung. Ich begann zu glauben, dass Gott mich liebt und auch für mich tun kann, was er für andere getan hat. Ethel las täglich in der Bibel. Obwohl sie nur $240 Invalidenrente bekam, spendete sie davon regelmäßig 10%. Ich hatte mich entschieden, Gott zu vertrauen. Was kann dabei schon schiefgehen? Gott liebt mich schließlich, egal was passiert. Ethel blieb bei dieser Überzeugung, auch als sie 9 Monate später die Reha abschloss. Ich betete, ich habe keinen Job und noch nie gearbeitet, zeig mir, was ich tun soll. Am selben Tag bot ihr die Klinikleiterin einen Job an. Ich sagte, Sie wollen wirklich jemanden, der geklaut hat und eine Lügnerin und Betrügerin war? Und sie sagte, wir wollen, dass Sie hier arbeiten. Sie sind beliebt und wir sehen etwas Besonderes in Ihnen. Ethel trat einer Kirche bei und hielt am Spenden fest. Ich hatte seitdem keinen Mangel. Ich konnte immer alle Rechnungen bezahlen und kam gut durch die Woche. Das ist so, weil ich angefangen habe, Gott zu vertrauen. Nach und nach ging es für Ethel beruflich bergauf. Je mehr sie verdiente, desto mehr spendete sie. 2011 heiratete sie Terry. Gemeinsam sparten sie auf ein eigenes Haus. 2013 wurde Ethels Kindheitstraum wahr. Die beiden kauften sich ein altes Haus. Dies ist mein Haus. Gott hat es für mich ausgesucht und es bedeutet mir so viel. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und dieses Haus ist eines seiner zusätzlichen Geschenke an mich. Frei von Drogen kann Ethel heute ihr Leben genießen und sich an ihrer 9-jährigen Enkelin Teriah freuen. Sie arbeitet als städtische Familienberaterin, leitet eine Reha-Einrichtung für ehemalige Drogensüchtige und macht zurzeit ihren Uni-Abschluss als Sozialarbeiterin. Sie sagt, Gott segnet einen immer, wenn man ihm vertraut. Du wirst staunen, wie viel du von Gott bekommst, wenn du ihm nur ein bisschen gibst. In der Bibel steht, teste mich, ob ich dann nicht den Himmel öffne und reichen Segen herabfließen lasse. Ich sage es jedem, teste ihn und erlebe, was er tut. Ähnlich wie bei Ethel Graham sind persönliche Sorgen häufig der Grund dafür, in eine Sucht zu rutschen. Doch was zunächst wie ein Trost scheint, führt schnell zu einem immer größeren Problem und weiteren Sorgen. Alle drei Frauen heute erzählten, dass sie diese Sorgen an Gott abgegeben haben. In der Bibel wird vielfach darauf hingewiesen, dass Gott genau dazu aufruft. Mehr dazu jetzt von Andreas. Gott ist gern bereit zu helfen. Nicht umsonst gibt es Texte wie Psalm 46, in denen die Israeliten diese Eigenschaft Gottes besingen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Gott ist verlässlich, so beschreiben es die, die sich ihm in ihrer Not anvertraut haben. Und auch der Apostel Petrus ermutigt die Christen seiner Zeit genau dazu. Alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er trägt Sorge für euch. Es gibt also niemanden in diesem Universum, der ein größeres Interesse daran hat, dass ihr Leben gelingt, als dieser Gott der Bibel. Ihm liegt viel an uns. Doch manchmal fällt es uns schwer zu glauben, dass es jemand wirklich nur gut mit uns meint und keine anderen und eigenen Absichten dahinter stecken. Vielleicht denken Sie, was hat Gott davon, dass er mich liebt? Was bringt es ihm, wenn er mich rettet? Ich habe das doch gar nicht verdient. Und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, allein aus der Misere zu kommen, die Sucht zu überwinden oder diszipliniert zu sein. Dann bin ich hinterher wenigstens niemandem etwas schuldig. In Lukas 15 erzählt Jesus ein Gleichnis, in dem ein Mensch genau in so eine verzwickte Situation geraten ist. Ja, eigentlich war er schon einen Schritt weiter. Als Sohn eines reichen Mannes hatte er sich sein Erbe auszahlen lassen, war losgezogen und lebte in Saus und Braus, bis er pleite war. Völlig verarmt und vom Hunger bedroht, hütete er jetzt Schweine und wäre schon froh über einen Happen vom Schweinefutter gewesen. Er war also gescheitert und frustriert.
Und während er da saß, erinnerte er sich an seinen Vater. Mensch, selbst den Dienern meines Vaters geht es besser als mir hier bei den Schweinen, denkt er. Aber ich kann da nicht wieder einfach so anrücken. Ich hab's mir verscherzt. Vielleicht kann ich aber als Tagelöhner anheuern. Und so macht er sich auf den Weg nach Hause und das Undenkbare geschieht. Der Vater läuft ihm voll Freude entgegen, nimmt ihn ungeachtet des Gestanks und Drecks erstmal direkt in den Arm und feiert die Rückkehr seines Sohnes. Ja, was hat Gott davon, wenn er uns liebt? Menschen, die ihm vertrauen. Lassen Sie uns beten. Himmlischer Vater, mein Leben liegt in Trümmern und die Not ist größer, als ich es ertragen kann. Und ich erkenne, dass ich meiner Lage nicht allein Herr werde. Andere haben dich als großartigen Retter erlebt, nicht nur in der Bibel. Verzeih, wo ich ohne dich klarkommen wollte. Du liebst mich und du meinst es gut mit mir. Herr, gern komme ich mit meinem Scheitern zu dir und bitte dich, mich aufzufangen, aufzurichten und durch deine Liebe heil zu machen. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Milliarden Menschen auf der Erde haben heute keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. Viele Menschen in Entwicklungsländern haben daher leider keine andere Wahl, als ihr Wasser aus kontaminierten Bächen oder Teichen zu beziehen. Eine Gefahr, denn die darin enthaltenen Keime und Bakterien können zu Krankheiten wie Cholera oder Typhus führen. Auch Rebecca hatte mit den Auswirkungen von verschmutztem Wasser zu kämpfen. Rebecca ist eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer vierjährigen Tochter Brittany in einem Bergdorf in Honduras lebt. Ihre einzige Wasserquelle ist eine Pila. Das ist eine Zementkonstruktion, die das Wasser eines höher gelegenen Baches auffängt. Aber dieser Bach ist nicht sauber, da Menschen ihn auch zum Waschen und Baden nutzen. Zudem ist es schwierig, die Pila zu erreichen. Es ist ein langer Weg. Und es ist anstrengend. Es geht bergauf und ich muss mehrmals am Tag rauf und wieder runter. Wir brauchen das Wasser. Schon mit 4 wusste Brittany, dass dieses Wasser nicht gesund ist. Kinder sollen das schmutzige Wasser nicht trinken. Doch leider mussten sie es trinken. Dann wurde Brittany krank. Sie wachte auf und sagte, Mama, mein Bauch tut weh und mein Kopf auch. Wir bekamen Angst, als sie sich übergab. Ich hatte Angst, meine Tochter würde sterben. Sie ist doch diejenige, die mir die Kraft zum Leben gibt. Und als ich das sah, hatte ich Angst, sie zu verlieren. Am nächsten Morgen brachte Rebecca sie ins Krankenhaus. Als sie wieder gesund war, empfahl der Arzt, einige Tropfen Chlor ins Wasser zu tun. Oder es in die Sonne zu stellen, um es so gut wie möglich zu reinigen. Operation Blessing ließ Gräben ausheben und Rohre legen zu einer höher gelegenen Bergquelle. Danach wurde ein fast 70.000 Liter fassender Wassertank instand gesetzt. Rebecca sagt, Brittany muss nun erstmals in ihrem Leben kein Wasser holen oder schmutziges Wasser trinken. Meine Tochter ist glücklich, weil wir jetzt zu Hause fließend Wasser haben. Sie badet gern und oft spielt sie sogar im Wasser. Allen freundlichen Menschen, die Operation Blessing unterstützen, sei Dank gesagt. Möget ihr auch anderen Menschen helfen. Ja, schön. Manchmal wird ja bei diesen Wasserhilfsprojekten ein Wassertank gebaut und manchmal ein Brunnen gebohrt oder eben auch ein Filtersystem installiert. Und in jedem Fall tragen diese Projekte dazu bei, dass mehr Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten und Krankheiten und lange Wege minimiert werden. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie sich an unseren humanitären Projekten beteiligen möchten oder wenn Sie diese Sendung unterstützen wollen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben, dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es dann auch am Ende der Sendung.
Ja, liebe Zuschauer, falls Sie diese Sendung interessant fanden und jemandem empfehlen wollen oder falls Sie diese Sendung noch einmal anschauen möchten, können Sie das gerne tun, online, auf unserer Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und an dieser Stelle möchten wir uns auch wieder ganz herzlich bedanken bei allen, die für uns beten, bei unseren Förderern und Unterstützern. Sie sind eine echte Ermutigung. Gerne stehen wir Ihnen noch zur Seite. Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie jetzt unsere Gebetshotline an. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet.